wer kennt es nicht, eingeladen zum gemeinsamen Modellbahnfahren und man bringt natürlich Rollmaterial mit, wo schmeißt man es rein, auch einfach schnell in die Kiste, in der Originalverpackung, geht ja, hat nur einen Haken. Wenn man dann so relativ viel dabei hat, jetzt zum Beispiel 4 Loks, ein Personenzug und dazu noch einen Güterzug, der auch aus ein paar Wagen besteht. Man muss den ganzen Mist ja auspacken. Dafür braucht man gefühlt Stunden und dann auch wieder gefühlt Stunden, um dann einzupacken. Also, ich kenne viele, die das so machen, aber ich selber finde das nicht so optimal, weil da geht so viel Zeit vom Tag immer verloren. Deswegen... mache ich das ein bisschen anders. Ich habe da diesen schicken Koffer. Der ist relativ klein, liegt gut in der Hand, man kann problemlos in der Bahn damit fahren. Ich glaube, es ist eigentlich ein Werkzeugkoffer. Ich habe den mal geschenkt bekommen. Ich weiß deshalb auch nicht unbedingt, was diese Dinger kosten. Aber ich kriege gleich viel rein, wie es gerade da drüben in der Kiste drin ist. Deswegen einfach mal ausräumen. Ich habe da diese Folien, diese Luftpolsterfolie, einfach lange Streifen, doppelt zusammengelegt. Da passt die Lok rein, ist gut geschützt und oben kann man sie bequem nehmen und dann da reinsetzen und wieder rausheben. Wo sieht man es? Da hinten. Es gibt immer irgendwie ein so ein Fach, ich glaube, ich drehe einfach mal. Es gibt immer irgendwie ein so ein Fach, wo nichts direkt drin ist, wo dann irgendwas drin landet. Irgendwie ein langer Wagen oder irgendwie ein flacher Wagen oder sowas. In dem Fall ist jetzt halt der Steuerwagen. Habe ich also schon mal Lok und 5 Wagen, meine S-Bahn. Weiter geht's, man nimmt immer meine Ersatzlok mit oder zum Beispiel jetzt in dem Fall zusammen mit der Action-Cam, die auch einen festen Platz hat da drin. Für eine hübsche Kamera mit Fahrt, mit gutem Diesel-Sound. Dann gibt es immer noch irgendwo ein Fach, wo so ein paar Kupplungen drin sind. In dem Fall sind es jetzt ein paar viele. Das fällt je nachdem, wie viele Loks da drin ist, mal größer und mal kleiner aus. Auf der anderen Seite sind natürlich noch mehr Loks. Da habe ich jetzt auch wieder die Wahl, ob ich jetzt den BLS Vectron nehme. Oder den gelb-silbernen Taurus. Und nachdem in der großen Kiste ja der Güterzug drin war, der geht hier auch komplett rein. Quasi im Bauch des Koffers. Das war jetzt alles drin. 15 Janos, 4 Loks, die Kamera und 5 Personenwagen. Beziehungsweise, wenn es keine Doppelstockwagen wären, würden sogar 6 Wagen rangehen.
Und dann habe ich immer noch so alles Mögliche dabei, was man brauchen kann, wie zum Beispiel selbstgeschnitzte Entkuppler, irgendwie Spritze für Dampföl, irgendwelche Stifte, ein Stück Schleifpapier, keine Ahnung warum. Oder so ein kleiner Pinsel, was irgendwie ein Make-up-Pinsel ist oder sowas, um irgendwas abzuputzen. Brauche ich selten, brauche ich nie. Der Koffer ist gut und praktisch. Ich habe den, glaube seit Anfang an, seit ich die Modellbahn habe. Er hat nur einen Nachteil. Wir kennen sie, wir lieben sie. Doppeltragwagen. Die gehen nicht rein. Es ist ziemlich bescheiden. Deswegen muss ich doch mit der Größe hin zu der Kiste zurückgreifen und bin aktuell dabei, etwas Größeres zu bauen. Mal schauen, wie es aussieht, wenn es fertig ist.